Hallöchen und willkommen zurück, meine lieben Freunde, auf meinem Kanal Two Let's Do. Ich spiele wieder F1 2015 in der Saison 2015, meine zweite Saison mit Vettel im Red Bull, wollte ich gerade sagen. Das wäre falsch, es ist der Ferrari. Nach 4 Rennen, gar nicht wahr, auch wieder verkehrt, nach 3 Rennen stehe ich auf Platz 5 mit 38 Punkten Vorsprung. Rennen Nummer 1, Platz 6. Rennen Nummer 2, Platz 5. Das letzte Rennen, Platz 4. Und jetzt in Bahrain hoffe ich doch mal, aufs Treppchen fahren zu können. Ich fahre auf Legende. Das wissen sicherlich die meisten Zuschauer von euch schon. Die neu dabei sind, vielleicht zum ersten Mal, Leute. In meiner zweiten Saison fahre ich jetzt auf Legende und fahre 25% Renndistanz, 15 Minuten Training vorweg und eine Blitzqualifikationsrunde. Jetzt fahren wir in Bahrain. Mal gucken. Also ich bin schon gespannt. In meiner ersten Saison mit Vettel im Red Bull hätte ich hier locker gewinnen können, habe aber einen fetten Fahrfehler gemacht, musste ein zweites Mal stoppen und landete, glaube ich, auf Platz 3 oder so. Aber der Sieg war letztes Jahr total souverän drin, theoretisch. Willkommen in der Wüste von Bahrain, wo aktuell der Formel-1-Rummel stattfindet. Wir rechnen damit, dass die Wagen jeden Moment auf die Strecke gehen werden, um das heutige Training zu starten. Das Nachtrennen in dieser Woche wird für einige Fahrer sicherlich eine Herausforderung. Nicht jeder ist schon mal unter Flutlicht ein Rennen gefahren, aber sie werden sich den Bedingungen sehr schnell anpassen können. Zumindest werden sie sich bereits akklimatisiert und ihren normalen Wochenendrhythmus für ein nächtliches Rennen angepasst haben. Ich bin gespannt zu sehen, wer am schnellsten unter diesen Bedingungen Druck aufbaut. Man muss sich immer noch etwas daran gewöhnen, dass Sebastian Vettel in dieser Saison das Rot von Ferrari trägt. Nach so vielen Jahren in den Farben von Red Bull wird es etwas dauern, um sich an Vettel in einem Ferrari zu gewöhnen. Das Team hofft darauf, dass er mit ihnen noch einen weiteren Titel holt und den Glanz vergangener Tage nach Maranello zurückbringt. Tja, schauen wir mal. Auf jeden Fall könnte es diesmal eventuell was werden. Ich gehe mal wieder direkt raus auf die Strecke, fliegende Runde. Und dann schauen wir mal, ob der Ferrari hier so gut liegt wie der Red Bull in der letzten Saison. Ich kann mich noch halbwegs an die Strecke erinnern, also werde ich wahrscheinlich nicht ganz so lange brauchen, um mich hier zurechtzufinden. Boah, das sieht so geil aus, dieser rote Ferrari auf dieser geil beleuchteten Strecke. So, oh. Wie gesagt, der Ferrari lässt sich anders fahren als noch der Red Bull in der letzten Saison. Also ich bin echt erschrocken teilweise, wie sehr anders der Ferrari sich fahren lässt. Vor allem beim Bremsen. Also mit dem Red Bull konnte ich so richtig wunderbar immer ein Tickchen später bremsen. Und jetzt mit dem Ferrari ist es wirklich so, dass ich deutlich früher bremsen muss, um dann die Kurve zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen ist die Gesamtperformance, glaube ich, dann doch etwas stärker beim Ferrari. Wobei der Ferrari deutlich giftiger auf der Hinterachse ist. Also ich muss mit dem Gas auch nochmal viel, viel besser arbeiten, viel besser dosieren. Daran muss ich arbeiten. Also ich muss auch an mir wieder arbeiten diese Saison. Das gelingt mir hier bei Formel 1 besser als immer in FIFA, wo ich ja gerade versuche, mal auf Weltklasse erfolgreich zu spielen. So Ricciardo hinter mir, das ist bislang mein Kontrahent. Aber wie gesagt, letzte Saison war es hier echt, zumindest im Rennen, unter der Rennperformance war ich hier echt. So, hier konnte man Vollgas gehen. Oh, geht's mit dem Ferrari, sehr schön. Hier hätte ich wieder früher bremsen können. Ja. Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, fahr an die Box und wir prüfen die Einstellungen. Übersteuern bedeutet, dass die Hinterreifen vor den Vorderreifen den Grip verlieren. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Eine leichte Anpassung mit negativem Sturz oder Vorspur kann ebenfalls hilfreich sein. Ja, aber das ist es nicht. So, Ricciardo, der hängt mir hier aber dran hinten. Aber der Red Bull ist auch in dieser Saison wieder schwächer auf der Geraden als der Ferrari. Das war ja letztes Jahr auf Strecken wie Monza oder Hockenheim echt. Naja, Hockenheim weniger, aber Monza. Echt so ein Knackpunkt. Jetzt bin ich ja mal ganz gut durchgekommen. Hier muss ich früher bremsen, glaube ich. Obwohl, das kriegt man noch recht gut kompensiert, wenn man mal einen Meter zu spät auf der Bremse ist.
So, die Kurve mochte ich letztes Jahr schon nicht so wirklich. So, schnellste Runde, Maldonado hat mich überholt, also was mit Ricciardo. Hab grad nicht drauf geachtet, ob er dran war. So, hier Vollgas, das müsste auch wieder gehen. Im Red Bull ging es auch eine Zeit lang, sobald die Reifen scheiße waren. War auch diese Passage scheiße. So, alle überholen mich. Immer schnellste Runde. Mal gucken, ob ich kontern kann jetzt. Grosjean. Ah, auch hier wieder sehr weit rausgekommen. Aber zum Glück ist der Sand in der Wüste ja geklebt. Das habe ich mal in irgendeinem Making-of gesehen. Schnellste Runde Vettel. Ah, ja. Da war ich. Mit der neuen Startzeit sind die Temperaturen jetzt vielleicht niedriger als früher, aber wir sind immer noch in der Wüste. Naja. Der Grip wird nicht konstant sein bei dem Sand, der auf die Streckenoberfläche geweht wird. Und dein Kühlsystem wird etwas verstopfen. Ah, und schon wieder. Also der. Auf die Bremsen. Die sind zuerst betroffen. Oh, bringt mich ja an die Verzweiflung. Chemie auf P3. Oh, stark abgekürzt. Wer ist auf P3? Hamilton habe ich natürlich überholt. Nur noch Fünfter bin ich. Obwohl die Runde gar nicht so schlecht war. Ah. So, möglichst viele Runden im Training wieder fahren, denn ich muss mich, wie gesagt, an den Ferrari noch total gewöhnen. Also, hat er gesagt, übersteuern soll ich haben? Also ich habe, wenn dann überhaupt untersteuern. 5 Kilo Benzin im Tank, nur noch 5 Kilo Benzin. So, die Runde dürfte eigentlich nichts gewesen sein. Ich hatte ja den Zweikampf mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Oh, jetzt fahre ich sogar schon sauber dadurch. So, mal gucken. Also der Ferrari lässt sich hier ganz gut fahren. Oh. Du bist in Sektor 1 und 2 zu langsam. Okay. Ja, das war klar eben. Oh. Habe ich das Hütchen da vorne dran kleben. So, mal gucken. Sektor 1 und 2, sagt er mir. Mal gucken, was da möglich ist. Das war nicht perfekt. So, dann kommt die nächste Zeit. Ah, auch ein Stück weit zu weit raus wieder. So, am Ende dieser Geraden kommt neben 1.10. Also da dauert noch ein bisschen. Hier wäre DRS-Fenster. Also ich muss echt hart bremsen mit dem Vettel Ferrari hier. Oh, jetzt bin ich weit außen. Ist in der Kurve nicht so tragisch. Das habe ich eben nicht auf die Zeit geachtet. War 7/10 weit zurück, glaube ich. Ich konnte das noch irgendwie im Augenwinkel. So, und jetzt nochmal. 2 Sekunden. Zeiten in Sektor 1 und 3 sind in Ordnung, aber du verlierst viel Zeit in Sektor 2. Oh, okay. Also diesmal war es Sektor 2. Hatte ich da irgendwie einen Fehler drin? Weiß ich gerade nicht mehr. So, jetzt habe ich Button vor mir, der müsste. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja, ich glaube, hier habe ich auch zu hart gebremst. So, hier fehlen mir 4/10. Das habe ich aber stark abgekürzt hier. Ja, jetzt will ich hier mal kampfmäßig unterwegs sein. Denn im mittleren Sektor fehlt mir Zeit. So, und Vollgas. Okay, Button kann vorne bleiben. Nächste Zwischenzeit mal wieder gucken.
Ich hätte gerne mal so einen wie Hamilton jetzt vor mir, dann könnt ihr wenigstens gucken, wo ich tatsächlich Zeit verliere. Okay. Jetzt bin ich zumindest mal an Button dran. Ah, das wird jetzt eng, das wird echt eng. Ich versuch's. Ich weiß nicht, ob es eher Zeit gekostet oder gebracht hat gerade. Oder neutral. So, mal gucken, wo stehe ich? Immer noch 5. Immer noch Sektor 2. Warum? So, sehr weit raus gerade. Gucken, wie lange ich noch fahren kann. Ich verliere Zeit in Sektor 2. So, das ist jetzt Sektor 1. Der war richtig abgekürzt hier gerade. So. Ja, Sprit reicht vielleicht gerade noch. Stevens. So, wann kommt die Zeit noch nicht? Hier kann ich echt gut fahren diesmal. Mich wundert, dass im mittleren Sektor hier Zeit fehlt. Sehr weit raus. Ich habe gar nicht wieder darauf geachtet. Warum setzen sie nicht hier die Marke? Die setzen es immer an. Der Tank ist so gut wie leer. Wir haben noch 1 oder 2 Kilo übrig, also nur eine Restmenge. So, mal gucken, was jetzt unterm Strich. Na, da, oh, da fehlt. Also Sektor 1 jetzt auch. Können sich auch nicht entscheiden. So, jetzt gerade 2 perfekte Kurven. Mal gucken, ob ich die nächste auch nochmal gut kriege. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Härter Bremsen in den nächsten paar Kurven. Das sah gut aus. So, in Zwischenzeit kommt. Hier ist doch P4. 6 Zehntel fehlen mir hier schon. Ich verstehe es echt nicht. Also im zweiten Sektor müsste ich ja eigentlich noch schaffen. Die ganze Runde könnte eng werden. So, DRS. Na, ah, das war's mit dem Sprit. Habt ihr gehört? Sprit ist leer, zurück in die Garage. Gucken wir mal, wo mir die Zeit fehlt. Ich habe mir wirklich mehr erhofft. Ich habe echt gedacht, hier geht mehr. Was war das gerade? So, ich stehe da auf 6. Na, 4 Zehntel auf Räikkönen. So, im ersten bin ich schneller als Kimi. Im zweiten fehlen mir wieder 4 Zehntel. Und dann fehlen. Ah, also im ersten bin ich schneller als Kimi. Um mich mal mit Kimi zu vergleichen, könnt ihr ja sehen. Ansonsten, Rosberg fährt Wahnsinn. Er ist selbst 6 Zehntel schneller als Hamilton. Ja, ich bin mal gespannt, wie das gleich in der Qualifikationsrunde wird. Zuletzt habe ich... Mercedes zeigt heute schon mal, was sie an diesem Wochenende vorhaben, was vor mir. Man von ihnen erwarten darf. Platz 1 und 2 für die Silberpfeile. Aber ihr seht, ich war auf den Primes unterwegs, genauso wie Hamilton. Also ich denke mal, hier sind noch ein paar Zehntel drin. Wenn es gleich auf den Options rausgeht. Obwohl die Primes oder die härtere Variante mir dann doch immer etwas besser gepasst hat als die... Ihr wisst, was ich meine. Naja, schauen wir mal gleich, was denn abgeht im Rennen. In der Qualifikationsrunde, genau. Jetzt kommt erstmal Qualifying. Fein, fein, fein. Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Bevor die Autos auf die Strecke gebracht werden und das Qualifying beginnt, wer, glaubst du, wird heute eine gute Zeit hinlegen? Ich bin überzeugt, dass Vettel heute stark auftreten wird. Er liebt diese Strecke und solange sein Auto mitspielt, können wir erwarten, dass er ganz vorn um die Pole Position kämpfen wird.
Naja, die sind ja optimistisch. Vettel fährt um die Pole und ich fahre tatsächlich mit den Options raus, also jetzt mit den weicheren als eben im Training. Und Feuer! Feuer frei! Auch eine hohe Höchstgeschwindigkeit hier. Und zack! Oh, das ist doch schon wieder so stümperhaft. Da fliege ich gleich 2 Zehntel in der ersten Kurve. Nur weil ich es wieder nicht lassen kann, mal rechtzeitig zu bremsen. Und hier genauso. Aber hier kriege ich es noch hin. Oha, abgekürzt. So, jetzt bin ich... Ich wollte gerade sagen, ich bin recht nah dran an Hamilton. Scheiße. Scheißendreck. Also Qualifikationsrunden liegen im Moment nicht. Ich glaube, ich sollte mir mal angewöhnen beim Training. Nochmal die letzte Runde nochmal die Reifen zu wechseln. Und dann vielleicht wirklich nochmal eine Runde auf den Qualifikationsreifen zu fahren. Zumindest mit der Mischung, mit der man im Qualifying fährt. Weil so, seht ihr ja, ich habe mir an 2 Kurven die Runde versaut. Ja, also zum 4. Mal in Folge die Blitzqualifikationsrunde versaut. Da fehlt mir, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich stehe. Schwer zu sagen, schwer einzuschätzen. Oh, Jubel. Das ist das erste Mal, dass nach einem Blitzqualifying so eine Art Jubelszene kommt hier. Vettel ist, ja. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Was für ein Spitzenergebnis. Von diesem Team haben wir aber auch nichts anderes erwartet. Läuft morgen alles nach Plan, können beide Fahrer auf dem Treppchen landen. Also 4. wäre drin gewesen, hätte ich die Fehler nicht gemacht. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ich könnte natürlich einen Neustart machen, aber das, ja, das ist ja nicht der Sinn und Zweck dieser Übung, des Spiels. Jedes Mal, wenn etwas nicht gelingt, gleich neu zu starten, so wie früher, den Super Nintendo einfach auszumachen, wieder an oder Reset-Taste. Der Super Nintendo hatte noch so eine fette Reset-Taste. Bam! Damit konnte ich meine Geschwister immer ärgern. Wenn die gespielt haben und ich gerade nicht dran war, wir hatten nur einen, wir waren zu zweit am Anfang, später zu dritt. Huch! Reset. Mama. Willkommen in Sakhir zum Auftakt des großen Preises von Bahrain. Sie können sich auf einen spannenden Abend freuen. Was für eine unglaubliche Rundenzeit von Lewis Hamilton im gestrigen Qualifying. Wenn er heute einen sauberen Start hinlegt, wird er uneinholbar sein. Die Luft vor ihm ist rein. Er hofft also sicher darauf, sich über die ersten Runden einen Vorsprung aufbauen zu können. Wenn die Autos auf Position 2 und 3 zu den ersten Boxenstopps dicht hinter ihm bleiben, dann könnten sie leicht im Vorteil sein. Nico Rosberg gewann das letzte Rennen mit einer Leistung, die nicht nur sein Chef Toto Wolff als wahre Meisterfahrt bezeichnete. Er scheint sich bei seinem Mercedes-Team sehr, sehr wohl zu fühlen. Das ist eine gute Ausgangslage für weitere Siege. Rosberg war das letzte Mal gegenüber Hamilton klar im Vorteil. Und heute wird er es seinem Teamkameraden wieder zeigen wollen. Man sollte die gegenseitige Manipulation der beiden nicht unterschätzen, da sie beide um die Vorherrschaft kämpfen. Ja, so sieht's aus. So, wie ist meine Strategie? Wir stoppen wieder in Runde 6. Und ja, stelle ich auf Fett, versuche ich am Anfang, Rennen starten. Ja. Ich gehe gleich auf Fett, Benzinverbrauch. Versuch heute mindestens den 3. Platz zu machen. Viel Glück! Ah! Wieso fehlt mir hier wieder? Immer noch 6. Verdammt, keinen Nutzen konnte ich ziehen. Ricardo, immer Ricardo und Massa im Umfeld. Verdammt. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Boah. Verdammt, dieser Ricardo.
kein Schaden. Nicht so aggressiv. Wir wollen keine Plätze wegen einer Strafe verlieren. Das heißt hier nicht so aggressiv. Oh, hier komme ich das erste Mal weit raus. So, ich habe jetzt schon heftig Rückstand. Immerhin Fünfter. So, schnellste Runde Hamilton ist ja erstmal klar. So, nach hinten habe ich Luft und nach vorne fehlt mir auch schon wieder einiges. Hoffentlich wird das jetzt kein armes Rennen. Gleich Druck machen auf Bottas. Vielleicht werde ich ja wieder Vierter. Das wäre dann immerhin für mich eine akzeptable Leistung. Oh. Alter Falter. Diese Kurve wird heute mein Tod sein. So, ich kann mich im auf Abstand halten vor Ricciardo. Ah, verdammt, wie im Qualifying hier. Oh, Verfahrung. Shit. Ja, so wird es nichts, vorne ranzukommen. Und die Mercedes geben vorne natürlich richtig Stoff. Ich würde natürlich gerne weiter dran ranfahren. Ich vermute auch, ich könnte es, wenn ich mal sauber fahren würde. 2 Sekunden jetzt. Achten wir mal auf die 2 Sekunden. Oder ihr. Ah, verdammt, also. Oh, Rosberg schneller. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. 2,2. Vorne sehe ich wieder keinen Stich und nach hinten baue ich wieder 5 Zehntel pro Runde aus. Kann das echt sein, dass der sich so aus dem Staub macht vorne? So, endlich mal! Also ich kann nicht mithalten. Ich verliere Sprit. Okay, meine Hoffnung auf dieser Strecke stärker zu sein. Ist dann ja fast mal dahin. Ich bin voll drauf, aber ich kann da vorne nicht mithalten. Hamilton liegt in Führung. Was? 2,7. Du warst letzte Runde 5 Zehntel langsamer als Bottas. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Also das Problem ist. Hamilton hat gerade die Führung übernommen. Schön für Hamilton, interessiert mich noch nicht. So, jetzt habe ich die Zwischenzeit nicht beachtet. Aber ich glaube, die wird sich nicht zu meinen Gunsten verändert haben. Immerhin halte ich es auf Ricciardo auf einen gewissen Abstand. Oder hat sich der gerade verringert? Schwer zu sagen.
Okay, nach vorne wird es heute wohl doch schwerer als erhofft, gedacht und erwartet. Letzte Saison war das hier mein erstes Rennen, wo ich mal Führungsluft schnuppern konnte. Ich will wieder zurück in Red Bull. Ich habe meine zweite Saison auf Legende im Red Bull fahren sollen, dachte ich mir gestern. 4,3. Denn dann hätte ich wirklich viel, viel besser vergleichen können mit die einzelnen Rennen. Jetzt ist alles wieder neu gemischt. So, ich habe auf Standard runtergestellt, denn die Box steht bald an, damit ich hinterher wieder auch fett fahren kann mit den frischen Reifen. Oho. Ja, ganz stark. Aber nach vorne, wie gesagt. Ich fahre hier mein eigenes kleines Rennen, sozusagen wieder best of the rest. Naja, Ricardo sitzt mir im Nacken. Naja, nicht wirklich. Ja, da gibt also zu den Reifen. Sie sind noch in Ordnung, nutzen sich aber allmählich ab. Wenn du es noch nicht bemerkt hast, wirst du es demnächst merken. Sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Ob ich nach dem Boxenstopp so schnell fahren kann, dass ich die da vorne einhole. Das wäre eine Überraschung. Und wäre eine tolle Überraschung. Bottas fährt hier im Moment etwas davon. Seine Rundenzeiten sind eine Sekunde besser. Oh shit, eine Sekunde. Ja, was soll ich machen? Ich bin hier schon am Limit. Fahre recht sauber. Halte Ricardo auf Abstand, der Rest hinter Ricardo, der Abstand wird auch größer. Also, da versetzt er immer so komisch. Okay. Oha. Ah, ich glaube, Ricardo ist dichter rangekommen jetzt durch meine scheiß Fahrfehler. 60% des Startbenzins übrig, noch 60% des Startbenzins. Oh. Ja, Verwarnung, das hat mir nicht mal Zeit gebracht, eher gekostet. Boxenstopp. So, diese Runde Boxenstopp. Ziehen die das jetzt vor, weil ich hier so Ausflüge mache? Ne, die Reifen waren wirklich fertig. So, mal gucken, wo hier der Boxenstopp war. Ich weiß das gar nicht mehr so wirklich. Obwohl ich letzte Saison einmal mehr stoppen musste. Bums, ach ja, das war das. So, Ricardo kommt auch. Hoffentlich bleibe ich diesmal vor ihm oder fahre vor ihm wieder raus. Die letzten zwei Male wurde ich ja in der Box von Ricardo überholt. Gut, das hat geklappt. ja, im letzten Rennen habe ich ja in der 3-4 Kurven später direkt wieder überholt. Heute ist das nicht nötig. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Wir sind jetzt auf P10 gefallen, P10. Okay. Ja, Verbrauch optimal, also ich kann nicht wirklich... Doch, ich stelle jetzt hoch. Dann die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ich habe ihn gerade wieder hochgestellt. Wenn ich jetzt... Rosberg führt das Feld an. Ich kann ja die letzte Runde oder so wieder runterstellen. Jetzt bin ich auf den Reifen unterwegs, wie ich im Training auch war. Und schwuppdiwupp, irgendwie fährt sich das Auto wieder besser. Ich weiß nicht warum.
Aber das war im Red Bull schon so. Nach dem Boxenstopp war ich echt... Boah, so viel Grip auf einmal wieder. So, die Kurve habe ich versemmelt. Aber den Nassel, der fährt bestimmt jetzt rein. Hoffe ich zumindest. Ja, er fährt aus dem Weg. Jetzt kriege ich noch ein bisschen DRS. Rosberg wieder Erster, okay. So, wieder Fünfter. Jetzt bleibt es natürlich... Ja, Bottas nicht zu sehen. Verdammt. Nicht zu sehen. Doch, da sind sie wahrscheinlich. Gut, noch 50% Benzin. Wir haben 50% des Startbenzins übrig. Mal gucken, ob ich angreifen kann. Oh. Das kann nicht Bottas sein. Ich komme viel zu schnell ran gerade. Ja, jetzt sitzt, es sitzt auf einmal und ich sehe die da vorne. Ist das wirklich Bottas? Das wäre natürlich verdammt cool. So, diesmal bin ich hier wieder ziemlich weit raus. 3,5, das kann er echt sein da vorne. Oder der danach ist Kimi sogar. Das war mal eine echt starke Runde gerade. Oder die waren echt schwach. So 3,5 hatte ich ja. 3. Sekunden. Das ist jetzt natürlich mehr als nur im Bereich des Möglichen. Guck mal, wie viel ich aufgeholt habe. Wenn ich zu gut mit ihm umgehe. Dann habe ich keine Chance mehr auf Platz 4. Diesmal nicht ganz so viel aufgeholt. Aber ich kämpfe noch. Wahnsinn. Rosberg ist hinter mir? Was passiert? Jetzt habe ich die Chance auf Platz 3. Das ist ja der Wahnsinn. Wie ich aufhole. Ich habe gerade nicht auf die Zeit gucken können. Ich wollte es zwar, aber dieser Kurvenbereich ist dann doch so knifflig, dass man da lieber nicht hinguckt. Oh Mann, in den letzten 5 oder 4,5 Runden jetzt ist doch noch einiges möglich. Natürlich liegt es an mir. Sauber diese Kurve. 2,4, also... Ah, jetzt...
habe ich dann doch nicht so viel aufgeholt. Ich glaube gar nichts. Eine verschenkte Runde. Mal gucken. Vielleicht ja wenigstens ein bisschen. 2,2. Meine Rundenzeit stimmt zumindest. Und mein Ingenieur ist auch ganz ruhig. Die sind wahrscheinlich echt angespannt. Die Chance aufs Treppchen, Leute. Da vorne ist er zu sehen. Das ist unglaublich. Stark. Komm, pushen. Stark und stärker. Ja. Wie auf Schienen. Komm schon. Oh, gut gerettet. Und so dicht war ich noch nicht dran. Auch der Mond da oben rechts. Klasse. Ja. Schön. Oh, nein, passt. Die Reifen sind auch noch gut. 1,7, aber mir persönlich fehlen 2 Zehntel auf meine Bestmarke gerade. Aber 1,7. So, ich muss auch an Sprit denken. Ist leider so. Du warst letzte Runde 3 Zehntel schneller als Bottas. Als Bottas? Achso, ja, Bottas. Bottas, genau. Vielleicht habe ich ja in der letzten Runde nochmal wieder ein bisschen Plus-Sprit. Und ich bin dann dran. Das wäre es natürlich. So, das hatte ich eben 1,9, ne? Oh, wieder 2 gerade. Schon. Mann, das kann doch nicht sein. Es gibt hier kaum eine Stelle, wo ich wirklich Vorteile habe. Ist ganz anders hier der Legendenmodus als auf Expert. ...1,7. Stark, Junge. Oh, gleich kommt nur noch 2 Runden. Es muss doch zu schaffen sein. Komm schon, wieder ein Zehntel. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. 1,7. Gute Arbeit, P3. Du bist auf P3. Wieso P3? Wer ist denn ausgefallen? Ich hab nichts gemacht. Ich kann Zweiter werden. Aber ...1,9 wieder. Ich hab Angst hochzustellen wieder. Wenn ich jetzt wandern, dann. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, verdammt. Das war's wahrscheinlich.
1,8. Eine Runde noch. Das ist echt ein Unterschied hier auf Legende. So, alles riskieren. Aber der müsste schon einen Fahrfehler machen. Wow, 10 Sekunden. Komm schon, Junge. Hier ist ein Update zur Benzinlast für dich. Wir sind jetzt ja bei 10% des Startbenzins. Noch 10% Benzin. Das ist die letzte Runde. Oh, jetzt ist optimal. Die letzte Runde, ich muss ins Ziel kommen. Wird eh nichts mehr. Bleiben wir mal auf Mager. Verdammt, also wäre ich dichter dran gewesen, wäre hier Platz 2 drin gewesen. Und bam! Treppchen! Ja, da ist er. Viertes Rennen, das erste Mal das Treppchen. Wow. Hat er es im Real Life auch so schnell geschafft? Ich weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich schneller. Genießen wir diese Siegerehrung. Es könnte die letzte sein. Ja, ja. Und Bottas. Ah, den hätte ich haben können. Herzlichen Glückwunsch, Lewis Hamilton. Das war eine tolle Fahrt und wirklich Weltklasse. Er beweist wieder einmal, dass er zu den besten Fahrern aller Zeiten gehört. Natürlich, manchmal geht nicht alles nach Plan und manchmal eben doch. Am Ende zählt aber nur, wer als Erster die Ziellinie überquert. Heute war einfach sein Tag. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. So, also Räikkönen und Rosberg mussten einmal zusätzlich stoppen. Warum auch immer. Ah, vielleicht steht's ja hier. Vorfälle. Ich weiß, ich weiß nicht, warum die anderen beiden stoppen mussten. Naja, das war's so. Ich bin immer noch Fünfter, weil Bottas natürlich, ja, auch an mir vorbeigezogen ist. Er an mir vorbeigezogen? Ich glaube ja. Aber ich habe mittlerweile 11 Punkte Vorsprung auf Ricciardo. Und Kimi ist noch vor mir. Wer ist der andere? Williams, Massa, 71 minus 71. Also, ja. 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 Immerhin bin ich alle Rennen ins Ziel gekommen, aus eigener Kraft. 6-5-4-3. Mal gucken. Vielleicht ist er beim nächsten Mal wirklich ganz Platz 2 drin. Jetzt gucken wir nochmal hier. Ist auch immer interessant. Von 6 gestartet. Einen habe ich selbst überholt und zweimal war ich recht glücklich. Ah, ich habe echt gedacht, ich bin dichter dran. Ja, da habe ich den einen Williams. Da war ich zu vorsichtig. Das sieht so geil aus, diese Nacht drin hier. So, da vorne der Dreikampf, auch geil. So, da war ich kurz dran. Einen habe ich mir gekrallt, glaube ich, ne? War das nicht so, dass ich mir den... Ja, hier bin ich dran. Und bin vorbei. Und dann kam Ricciardo. Oh, guck, leichte Berührung mit Ricciardo. Der hat natürlich versucht, seinen... Ja, da komme ich sehr weit raus. Musste ich aber auch Platz lassen. Und dann war Ricciardo erstmal vor mir. Wahnsinn. Also richtig Racing diesmal. Und dann habe ich ihn da, schon wieder gecatcht. Ja, Ferrari Power halt, ne? Habe ich den Red Bull schon wieder überholt. Ja, sieht schon geil aus. Und dann bin ich halt
nicht mehr rangekommen. Die ersten ein, zwei Runden aus eigener Kraft hätte ich eventuell dichter dranbleiben können. Aber dann haben die weichen Reifen auch immer stärker abgebaut. Und das war dann natürlich mein Tod. Tja, was willst du machen? So, machen wir mal weiter. Alles okidoki, würde ich sagen. Ja. Okay, da sehen wir es. Das nächste Mal geht's nach Spanien, Barcelona. Mann, da habe ich, glaube ich, in der letzten Saison das erste Rennen gewonnen. Kann das sein? Nee, nach 5 Rennen? Oder nach 4 Rennen? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war ich irgendwie Gesamtführender nach 5 Rennen. Naja, so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.